Meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video beim Erzgebirge 80. Was schauen wir uns heute an? Heute schauen wir uns eine Smartwatch an, und zwar die YHE BP Dr. Med. Also, auf zum Video! YHE. Bisher ja immer meine Lieblingsuhr. Also ich trage leidenschaftlich gern die BP Dr. Pro. Und heute haben wir das neues Modell. Und das packen wir natürlich jetzt mal aus. Die Verpackung sieht wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Es ist ja auch sehr hochwertig gemacht. Gefällt mir. Und es geht auch recht leicht wieder auf. Ihr habt hier einen Magnetverschluss. Und den machen wir einfach auf und wow, ihr habt für euch die YHE BP Dr. Med. Und wir können das dann hier oben öffnen. Und dann nehmen wir einmal hier hüben an der Seite die BP Dr. Med raus. Na, so soll es rauskommen. Und das ist einmal das Gerät selber. Wir schauen natürlich, was noch von YHE eingepackt worden ist. Und zwar haben wir Ladekabel, USB-C, also USB auf USB-C. Dann haben wir hier einen entsprechenden Ladeadapter, eine Ladeschale. Haben wir noch alles drin. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung und hier drüben ist ein bisschen tief unten drin, oh. Mal umkippen, damit man sehen, ein entsprechendes Maßband. Das kennen wir schon von unserer früheren Variante und das gehört ja auch wieder dazu. Packung können wir jetzt weglegen und das ist alles, was ja, das ist das, was uns YHE jetzt schon mal liefert. Und wir wollen es natürlich in aller Ruhe anschauen und Betrieb nehmen. Das erste, was man machen soll, ist den Arm messen. Das machen wir natürlich auch und das geht relativ simpel. Also, simpel ist jetzt immer übertrieben. Es ist halt nur Papier. Wir schieben das hier rein. Und ihr seht, also an meinem Arm, ich habe relativ kräftiges Handgelenk, liegen wir bei 15/16, das heißt bei einem der letzten beiden Löcher, die hier verfügbar sind, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ja, jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Das ganze Gehäuse ist ja klar, ihr habt Kunststoff oben, das schöne Metall, entsprechend zwei Knöpfe, alles schick, Display, das gucken wir uns alles in Ruhe auch dann im Detail an. Ihr habt ja ordentlich verarbeitetes Gerät. Das Band ist ein bisschen anders als das von der BP Dr. Pro. Ihr habt jetzt hier auf der Seite wie immer euer Polster für die Blutdruckmessung, also was aufpumpt. Und ihr habt hier entsprechend auch nochmal ein Polster, was auch aufpumpt. Damit ist das Laden anders. Die Pins sind jetzt hier und ja, nee, nur hier. Zwei Pins. Mit denen ladet ihr das Ganze auf. Ansonsten relativ ja, gut und simpel gemacht. Wir wollen die Uhr jetzt natürlich mal anlegen. Das geht bei mir immer ein bisschen schwer, weil ich, wie gesagt, ein sehr großes Handgelenk habe. Und ihr seht, ich komme hier bis zum ersten Loch. Ich muss dann hier ein bisschen mogeln mit dem, ich sag mal, Bandhalter, das mache ich dann noch ein bisschen, das ist aber für mich kein Problem, habe ich bei meiner anderen BP auch machen müssen. Und ja, die Uhr ist dran, ich habe hier unten, wie gesagt, ein kleines bisschen das für mich verändert, so dass das bei mir auch schön aussieht.
die Bänder geben mit der Zeit immer noch ein bisschen nach. Also ich habe früher auch auf dem letzten, vorletzten Loch das Ganze gehabt. Spätestens jetzt bin ich auf dem Loch 3. Das passiert, dieses Kunststoffbänder, die werden mit der Zeit ein bisschen variabler, sagen wir es mal so. Wir wollen natürlich das Ganze jetzt mal in Betrieb nehmen, schalten einfach mal an, drücken lange auf den oberen Knopf, das heißt, ihr nehmt den hier oben, also den Knopf hier oben nehmt ihr jetzt, drückt da lange mal drauf. Jetzt kommt ein Menü, ja, hier habt ihr die aus, also ihr seht ja, es ist verschiedene Zeichensprachen im asiatischen Raum, kennt Spanisch und Englisch, ich nehme mal Englisch. Und jetzt sagt er, ich soll die entsprechende App natürlich runterladen. Das zeige ich euch jetzt natürlich auch gleich. So, jetzt machen wir was ganz Einfaches. Wir gehen einfach mal auf den Play Store. Gebt mal ein BP Doktor. Und da seht ihr schon, da kommt BP Doktor App, BP Doktor Med. Da bringt ihr schon an. Wir gehen auf die BP Doktor App. Und ihr seht, hier haben wir die BP Doktor. Ja, also da können wir das jetzt schon mal installieren. Zack. Was ihr natürlich machen müsst, das habe ich jetzt schon aus der Vergangenheit, ihr braucht ein Nutzerkonto. Das ist jetzt nichts Hochdramatisches, also ich habe jetzt hier keine negativ extreme oder irgendwas entdeckt. Ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr hier reingeht, na, müsst ihr euch dann anmelden. Und dann seht ihr, braucht ihr mal Anmeldedaten. Das ist aber leicht gemacht. Es gibt eine E-Mail-Adresse ein, Passwort ein. Ja, ich habe mich jetzt hier mal angemeldet, so ganz schnell und unverfroren. Wie gesagt, wir haben das Gerät. Ihr seht, hier ist jetzt die BP Doktor Pro schon angemeldet bei mir. Ich will jetzt natürlich ein anderes Gerät. Die BP Doktor Pro ist da, das ist richtig. Ich will aber ein anderes Gerät und ich nehme jetzt die alte mal raus und bestätige das mal. Gehe jetzt wieder auf Hinzufügen. Und wenn wir hier auf den Knopf drücken, seht ihr das auch. Dann scannt er jetzt unsere Umgebung. Ja. Ihr seht, wir sind einfach noch da. Jetzt sagt er uns natürlich, er zeigt. Jetzt seht ihr, das Gerät ist hier oben schon so im Dunkelgrau angezeigt. Hier unten zeigt er uns nochmal, wie man das Gerät richtig einrichtet, dass man die Messungen ordentlich vornimmt. Na? Das haben wir ja alles schon gemacht. Ich mache jetzt meine Messung hier auf ebenen Tisch. Normalerweise Arm immer so, wie hier auch auf dem Bild dargestellt, so nach oben halten. Gibt die besten Messungen, muss ich wirklich sagen, ist sehr zuverlässig an der Stelle. Ich mache es jetzt mal aber einfach so, dass ich sage, ich messe mal, während er jetzt, sagt das mal, hier ist. Und da haben wir ein paar einfache Menüs. Ich gehe jetzt hier mal weg, damit ich euch das ein bisschen schön zeigen kann. Wir haben hier natürlich eine ordentliche Anzeige von Uhr, so wie sich das auch gehört. Message, was auch immer ihr wollt. Von oben habt ihr das Display, ne? Always on. Ihr könnt die Helligkeit hier einstellen. Das alles, gehen wir klarer mal in Ruhe drauf ein. Und hier, wenn ihr auf den kleinen Knopf oben drückt, habt ihr, wie gesagt, aktivieren. Und wenn ihr den langen Knopf hier unten drückt, also immer der lange, dann kommt ihr in die Menüs. Und da seht ihr hier die Einstellungen. Und das ist das, was hier für uns jetzt wichtig ist. Ihr geht in die Mitte. Hier haben wir unser Herzchen. Und da drücken wir mal auf Start. Und da machen wir mal eine Messung. Die wird jetzt, ich hoffe, dass sie funktioniert, weil ich mich jetzt nicht ganz ordentlich hingesetzt habe. Ich zeige euch das natürlich dann auch nochmal, wie man die Messung richtig körpernah macht. Soll auch nicht reden dann während der Messung. Das ist jetzt einfach mal, damit ihr seht, welche Funktion dahinterlegt ist mit dem Blutdruckmessen.
der pumpt praktisch den Luftschlauch um den Arm herum auf. Und das hat den Effekt, dass der da natürlich den Blutdruck, den Blutfluss abpumpt. Und wenn der abgelassen ist, dann heißt das natürlich, oder weg ist, ist es ja still. Und was still ist, wissen wir, kommt wieder, man hört schon das Pulsgeräusch. Und das klappt. Und hier sehen wir das auch. Ihr habt, also ich habe einen guten Blutdruck im Moment mit 114. Ja, das Zeitwerk müssen wir noch ein bisschen ändern. 114 zu 77, 85 Puls. Da bin ich eigentlich echt mal ganz zufrieden. Ja, was natürlich ihr machen könnt, ihr habt hier das entsprechende Menü. Ihr könnt hier in die Einstellung gehen, ihr könnt hier in Display, Screensaver. Das ist das, wo ich jetzt sage, ich empfehle immer die 20 Sekunden. Das ist recht angenehm, die hat man mehr Zeit. Ihr könnt On, Race, On oder auch Race to Wake. Das heißt, wenn ihr es bewegt, dann geht die Uhr an. Ich lasse jetzt mal On, Race, On den Augenblick. Ich habe sonst immer Race to Wake, aber jetzt Always On, nur damit ihr es auch besser sehen könnt. Ihr könnt hier nochmal die Sprachen auswählen. Wie gesagt, jemand für uns Englisch ja am besten. Ihr könnt die Uhr zurücksetzen. Ihr könnt hier entsprechend Distanz, Temperatur oder für den Blutdruck die Einstellung vornehmen, welche Maßangaben ihr wollt. Das heißt, Meilen, Kilometer, Temperatur ist es Fahrenheit, Grad Celsius und hier ist es Kilopascal, Millimeter. Ne? Also ihr könnt das alles so einstellen, wie ihr es braucht. Ihr habt nochmal ein About, wo nochmal beschrieben ist, welche Device ihr tragt. Also alles auch dabei. Funktioniert wirklich sehr gut. Ihr habt eine kleine Wetter-App installiert, finde ich auch immer sehr praktisch. Die sagt euch dann hier Alpenstock, wo es gerade ist. 22.06. Samstag Minimum 10, höchstens 19, jetzt ist es gerade 17 Grad. Teilweise bewölkt, stimmt auch auffallend. So, dann habt ihr hier die Bewegung. Das heißt, wenn ihr Trainings machen wollt, das könnt ihr hier entsprechend einstellen, Workouts. Ihr habt hier einen Schlaftracker, das heißt, ihr könnt hier einen Schlaf aufzeichnen, wenn ihr das machen wollt. In der Mitte habt ihr das, was ich jetzt euch schon gezeigt habe. Hier steht wirklich im Detail die Blutdruckmessung. Das ist die wirklich beste medizinische Funktion, die ich persönlich kenne. Ja, hier oben, ihr seht, habt ihr nochmal Workout, Walk, Basis, das heißt alles, was ihr so habt, ne, wofür ihr gelaufen seid, die durchschnittliche Kalorienverbrauch, also das ist alles da und hier habt ihr, könnt ihr Alarm einstellen, also wenn ihr einen Alarm machen wollt, einmal, mehrfach, Wake Up, also das könnt ihr hier alles einstellen. Das ist das, was auf der Uhr wirklich schon mal problemlos funktioniert als Einstellungen. Und ich denke mal, das ist auch vollkommen ausreichend. Ne? Es ist hier mit dem Uhrknopf, könnt ihr an- und ausschalten. Und mit dem Knopf hier unten, mit dem lang, kommt ihr eben ins Menü. Jetzt wollen wir natürlich noch das, was auch dazu gehört. Wir gucken mal in die App rein. Ihr seht, die hat jetzt 83% Ladung. Ne? Das heißt, die Uhr ist schon mal da. Wir können das jetzt mal aufmachen. Ihr habt jetzt natürlich auch, das ist ein schöner Effekt, verschiedene Uhranzeigen. Also ihr könnt eine Black Gold Anzeige nehmen. Das kann man als aktuelles Silber jetzt rüberspielen. Ich drücke da jetzt mal drauf. Ja. Und schon seht ihr, ist das hier hüben da. Sieht auch sehr elegant aus. Wir können natürlich auch die etwas große nehmen, das finde ich immer ganz. Und zack, schon habt ihr die Uhr so da. 20.03 Uhr sieht irgendwie natürlich auch ganz elegant aus, also ich finde das schön. Oder ihr könnt auch Aurora euch angucken und bestätigen und schon ist diese Uhrzeit da. Das heißt, hier seht ihr die Akkustand, die gegangenen Schritte und das aktuelle Wetter drauf. Also man kann sich die Uhr wirklich schön konfigurieren. Es gibt jetzt keine 5 Millionen Zifferblätter. Ich muss aber auch dazu sagen, weiß ich nicht, ob man die braucht. Wir können jetzt mal gucken, System Update Uhr, ob es da was ist. Nein, sagt uns, ist die aktuellste Fassung auch drauf. Das passt. Die Zeit synchronisieren mit dem Smartphone, das ist auch okay.
Na, also ihr habt so, was haben wir hier? Schutz für Betrieb im Hintergrund, kann man gucken. Im Hintergrund laufen, müssen laufen. Ja, das ist alles okay. Auto statt verwalten, das haben wir doch alles. Okay. Also ihr seht, da ist alles, was man eigentlich im normalen Alltag so braucht. Dabei, ihr könnt Mitteilungsfunktion machen, das heißt, ihr könnt hier sagen, also wenn ihr meine Textnachrichten überschaffen und wie gesagt, das alles brauche ich nicht, das will ich nicht auf dem Telefon haben. Das ist für mich alles Zeug, was ich nicht üben will, aber ich sag mal Anrufe und also Telefon, ja. Das nehme ich mal mit rüber. Und WhatsApp nehmen wir auch mit rum. Also, das würde ich mir jetzt wünschen, das ist schön. Ja, und dann sind wir, was das angeht, auch durch. Das heißt, ihr könnt hier wirklich die Uhr euch so einrichten, wie ihr sie Wir wollen braucht. jetzt zwar Blutdruck messen und wie machen wir das? Uhr ist dran, alles schick. Ihr drückt den langen Knopf, um ins Menü zu kommen. Na, Menü. Dann drückt ihr in der Mitte auf das, ich sage jetzt mal, wie sieht es aus mit dem Thermometer? Das ist genau in der Mitte das Rot her. Dann baut er sich auf. Ihr seht, Menü ist da. Hand, drückt auf Start. Und dann legt ihr das Ganze so ein bisschen vor eure Brust. Und dann schweigen wir einen Augenblick. Und dann hört er auch was. Dann ist das wieder raus. Und jetzt haben wir, war die Messung nicht mal ganz so prickelnd wie das letzte Mal. Jetzt haben wir ein bisschen eine hohe Messung gehabt. 158, 84, 92 Puls. Ich habe mich zwischenzeitlich ein bisschen viel bewegt. War nicht ganz so gut. Man soll ja immer vorher sich hinsetzen, kurz einen Moment warten und dann Blutdruck messen. Das empfehle ich natürlich auch. Aber ihr wisst zumindest auch mit der Uhr immer zwischendurch schon mal, wo eure Werte landen. Fazit. Bei jedem Video gibt es natürlich ein Fazit, so auch bei diesem. Was kann man sagen? Die YG BB Dr. Med, die Nachfolgerin der BB Dr. Pro oder ja, eine Ergänzung, ist es ein bisschen schwer zu sagen. Ist ein tolles Gerät, hat wirklich schöne Funktionen. Optisch ist er eleganter geworden als das Vorjahresmodell. Sieht wirklich schön aus. Der Chromrand, ein etwas rechteckigeres Display, macht das Ganze sehr angenehm in der Optik. Das Kunststoffband ist, ja, schmiegt sich gut an, fühlt sich auch sehr gut an der Haut an.
für mich ein bisschen kurz, das ist aber bei meinen Handgelenken normal. Ja, das ist das optische Thema, gibt es nichts zu bemäkeln. Ich bin in der Summe ganz zufrieden. Was ich etwas nachteilig finde, etwas weniger Watchfaces, das heißt, man hat nicht allzu viel Auswahl beim Display. Da würde ich mir noch ein bisschen Update wünschen, liebe Firma YG. Da kann noch was kommen. Also ein paar schönere Watchfaces, Leute, da müsst ihr noch nachlegen. Ansonsten Bedienung sehr gut, eine sehr lange Akkulaufzeit. Also ich komme wirklich, wenn ich gut, ich habe ein paar Einstellungen für mich geändert, aber ich komme ungefähr 5 Tage, 6 Tage hin. Und das ist wirklich für eine Smartwatch mit dem Funktionsumfang sehr angenehm. Was sehr gut ist, das ist auch ein großer Vorteil, die Blutdruckmessung. Ist eine sehr präzise Blutdruckmessung, funktioniert auch fast immer. Also die Zeiten wie bei der Baby Doctor Pro, wo jede dritte, vierte Messung eine Fehlmessung war, hat man hier nicht mehr. Hier ist wirklich vielleicht noch jede 9., 10. eine Fehlmessung. Also wirklich weitaus zuverlässiger. Blutdruck, Puls, Schlaftracker, Workout, das ist alles drin. Was ich vermisse, und das gebe ich auch unverhohlen zu, Sauerstoffsättigung kann man nicht mehr messen. Der Puls kann nur noch gemessen werden, wenn man den Blutdruck misst. Das heißt, eine separate Pulsmessung geht nicht mehr. Ja, das ist ein bisschen nachteilig. Also, da hat man der besseren Blutdruckmessung ein paar Kleinigkeiten dafür halt geopfert. Das ist die Frage. Man muss halt dann wissen, das ist vielleicht in dem Moment eine Uhr zum Blutdruck messen. Andere Funktionen sind da ein bisschen eingeschränkter. Beurteilung. Im Gesamten muss ich jetzt deutlich sagen, für das Produkt selber geht der Daumen steil nach oben, 100%. Es ist eine tolle Uhr mit tollen Funktionen, die auch zuverlässig funktioniert. Und beim Preis gehe ich auch hoch. Es ist nicht ganz billig, aber es ist im Umfang dessen, was es kann und wie gut es das kann. Sehr gut. Die Frage, habe ich eine Baby Doctor Pro, muss ich zur Baby Doctor Med wechseln? Nein, muss man nicht unbedingt. Aber wenn ich die Wahl hätte, Baby Doctor Pro oder Baby Doctor Med, würde ich mich für die Baby Doctor Med entscheiden. Sie ist einfach von den Blutdruckangaben zuverlässiger und hat dort mehr bessere Möglichkeiten, sag ich mal. Was ich sehr angenehm finde, ist die etwas optimierte Bedienung, ein etwas klareres Menü. Nachteil beim Menü leider nur in Englisch oder in Chinesisch. Da bin ich ein bisschen eingeschränkt, also ein deutsches Menü gibt's nicht. Das würde ich mir sehr wünschen, wenn man den deutschen Markt, der denke ich mal ist nicht klein, haben will, erobern will, Firma YG, dann bitte auch ein deutsches Menü. Also das würde ich mir noch wünschen. Die Apps dazu sind sehr gut, gibt es für iOS und für Android. Die fassen alle Daten schön zusammen, machen auch tolle grafische Auswertungen. Also in der Summe wirklich ein tolles Gerät. Wir sind am Ende angekommen. Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns hier in Kürze wieder auf dem Kanal. Es gibt immer wieder Videos, jetzt im Sommer ein bisschen weniger manchmal, da auch meine Zeit etwas begrenzter ist. Aber es geht jetzt im Juli wieder weiter, ihr seht's ja. August kommt auch ein bisschen was Neues, also bleibt dran. Ich würde mich ganz sehr freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo da lasst. Ansonsten, wenn Fragen sind, schreibt mir Mails, schreibt mir auch auf den sozialen Medien, ob bei... Ich sag mal, bei YouTube schreiben, bei Instagram, bei Twitter, ihr könnt mir überall schreiben, bei Facebook. Ich gebe gerne Antwort und bin gerne mit Rat und Tat an eurer Seite. Und jetzt bleibt mir nur eins übrig, mich von euch zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Also, so long und bis zum nächsten Mal. Euer Erzgebirge 80, euer Matthias. Thank you.
Thank you.